Handschuhe. Und wie viele sind im Stream? Ja, guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Abend in der Reihe Wörterbuch des Ausstellens von Traces. Ich darf ganz herzlich Viktor Klaas begrüßen, den ich jetzt auch gleich vorstellen werde. Er hat gerade schon es wird heute um Art Handling, um Logistik, um Transport und um Kisten gehen. Und er hat gerade schon den Witz gemacht, dass wir uns hier selbst auch in einer Art Kiste befinden. Das ist irgendwie gut, eigentlich der absolut passendste Ort für den heutigen Vortrag. Es wird ungefähr so eine halbe Stunde Vortrag sein und dann ein Gespräch geben, das wir auch gleich öffnen. Es gibt auch wie immer die Möglichkeit, über YouTube Fragen zu stellen. Die können Sie einfach in den Chat tippen und wir übersetzen das dann hier. Aber zuerst habe ich die große Freude, Viktor vorzustellen. Viktor hat promoviert über den Kunstkritiker Julius Meyer-Gräfe und die Rezeption moderner französischer Kunst in Deutschland. Er hat an der Sorbonne promoviert. Danach waren Stationen, und das ist jetzt gar nicht unbedingt die Reihenfolge, sowohl am Louvre, am Deutschen Forum für Kunstgeschichte in Paris, am Projekt Bilderfahrzeuge, am Warburg Institute. Hatte ganz unterschiedliche Lehraufträge an so unterschiedlichen Orten wie Tours, Abu Dhabi und Basel, wo wir uns vor ein paar Jahren kennengelernt haben. Und er ist aktuell am INHA, am Institut National d'Histoire de l'Art in Paris tätig. Wahrscheinlich würde man das auf Deutsch sagen, Koordinateur scientifique, wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftlicher Koordinator, Postdoc. Um einen englischen Begriff zu benutzen. Gut, ich freue mich, dass du hier bist, Viktor. Vielen Dank, dass du die Reise auf dich genommen hast. Wir freuen uns alle auf deinen Vortrag und auf das Gespräch anschließend. Bonsoir an alle, bonsoir YouTube und vielen Dank für die Einladung, Felix. Zum Einstieg zwei Kleinigkeiten, zwei Witze. Eigentlich ein Witz in Form eines Tweets in Bezug auf das kürzlich in Paris gezeigte posthume Werk von Jean-Claude und Christo. It reads, wenn Sie sich wie ich fragen, wie viel
Schweiz. Und zwar aus verschiedenen Gründen, die ich in den folgenden Minuten näher erläutern möchte. Es geht ihr auch darum, aus einer eher rückblickenden Perspektive zu versuchen, gemeinsam darüber nachzudenken, wie ein Forschungsthema formuliert und entwickelt wird, wie ein Korpus von Quellen und Werken aufgebaut wird, wie sich ein intellektuelles und wissenschaftliches Territorium strukturiert. Also mein Ausgangspunkt war folgendermaßen: im Rahmen meiner Doktorarbeit hatte ich mich intensiv mit der Bewegung von Objekten beschäftigt. Die Begriffe, die ich dabei verwendete, waren die des Kulturtransfers, insbesondere der Geschichte des Kulturaustauschs zwischen Frankreich und Deutschland um 1900. In meiner Dissertation, die sich mit dem Kritiker und Kunsthistoriker Julius Meyer-Graefe befasste, befanden sich Kunstobjekten in einem ständigen Transit. Diese Objekte überschreiten Grenzen, werden in die Sammlungen weit entfernten Museen aufgenommen und lösen diesseits und jenseits dieser Grenzen unterschiedliche Emotionen oder Impulse aus, die meine Recherche nicht einfach nur zusammenzustellen versuchten. Mir ging es darum, einerseits die physische, sozusagen konkrete Mechanik dieser Bewegungen zu erklären, andererseits aber auch die ideologischen, ästhetischen und symbolischen Grundlagen dieser Bewegung von Artefakten zu ergründen. In diesem Rahmen waren es vor allem Fragen der Identität, die im Mittelpunkt meiner Ausführungen standen. Das heißt, was das Franzosentum oder Germanität eines Artefakts ausmacht und formuliert. Und natürlich diese Clash, denn die Deterritorialisierung von national aufgeladenen Artefakten verursacht. Und hier sehen wir diese schlechte, dekadente, impressionistische Malerei raus aus dem Museum und rein diese Militärgemälde, also diese Nationalkunst vom Kaiser, Kaiser Wilhelm II. Mochte und also kein Franzosen mehr und Deutschland zurück in das deutsche Nationalmuseum. Parallel zu meiner Doktorarbeit begann ich mich einer gewissen Logik folgend für die Geschichte von Ausstellungen zu interessieren, für eine Form der Mikro- und Makro-Geschichte von Ausstellungen. Der Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa ist in dieser Hinsicht ein absolut faszinierendes Spielfeld. Mit dem goldenen Zeitalter der europäischen Nationalismen und in einer Atmosphäre des besonders intensiven kulturellen Wettbewerbs zwischen den Ländern war eine bestimmte Art von Ausstellungen auf dem Vormarsch und wurde zu einem Standard des internationalen Kulturlebens. Diese Phänomene waren Gegenstand der Forschung mehrerer Historikerinnen und Historiker und ich denke da vor allem an Francis Haskell und sein letztes Buch The Ephemeral Museum in einem spannenden, ironischen und etwas pikanten Artikel berichtet er über die Organisation einer großen Ausstellung italienischer Kunst in London. Wir sind 1929 und die Veranstaltung wurde von Benito Mussolini intensiv und ich würde sagen brutal unterstützt. Dank Mussolini wurden in London zahlreiche Juwelen der italienischen Kunst vom Mittelalter bis zum 19. Jahrhundert transportiert. Ein Blockbuster-Event, das für die damalige Zeit absolut außergewöhnliche Besucherzahlen verzeichnete. Also als ich die Liste der in Frankreich oder Großbritannien veranstalteten nationalen Ausstellungen, wie hier die Ausstellungsreihe in der Royal Academy, also diese Liste durchging, fielen mir mehrere Dinge auf. Erstens, über die Geschichte dieser Ausstellung ist relativ wenig bekannt. Um ihren
Umfang, ihre Reichweite, ihre Organisation besser zu verstehen, muss man in Archiven recherchieren, die Kunsthistorikern weniger vertraut sind als Historiker. Ich spreche hier insbesondere zum Beispiel von den diplomatischen Archiven des Außenministeriums für den Fall Frankreich zum Beispiel. Und sie ermöglichen es, diese großen Veranstaltungen, deren wissenschaftlicher Diskurs oft sehr schwach ist, besser zu verstehen und die Gründe zu analysieren, die die Nation dazu veranlassten, solche Bewegungen wertvoller Objekte zu veranlassen. Also nach und nach wurde neben der theoretischen Analyse, also ich meine hier die Geschichtsschreibung, die Dekonstruktion der Formulierung des kunsthistorischen Kanons und so weiter, die Rezeptionsgeschichte und so weiter, also ein unerwartetes Thema für mich immer wichtiger. Und ein Trigger war für mich die Presse der Zeit. Und ich versuchte Artikel über die Geschichte und die Rezeption dieser Ausstellungen zu sammeln. Und oft ist es einfacher, in der Presse Bilder von der Abfahrt, der Prozession oder der Ankunft der Werke zu finden, als Ansichten der betreffenden Ausstellungen. So, hier sind also die Botticelli, Masaccio, auch vielleicht Leonardo Gemälde in dieser Kiste und L'art italien dans un bateau. Also, und rechts sehen wir eine Prozession, die französische Kunstwerke, die nach London fahren für die große French Art 1932 Ausstellung. Also Bilder, die ich im Archiv in London gefunden habe, die sind wunderschöne Bilder. Ich habe 10 aus dieser Reihe, die unglaublich sind. Also ja, besonders auffällig war für mich die enorme Aufmerksamkeit, die breite Öffentlichkeit durch diese Presse, der Verpackung, Einpacken, dem Weg der Objekte, dem Auspacken und der Hängung der Objekte widmet. Und schließlich natürlich auf ihre Heimkehr, le retour, la restitution, Heimkehr der Werke. In diesem, also es ist explizit hier meiner Meinung nach, aber in diesem kleinen Theater des Transports begann ich etwas Interessanteres, etwas für die Kunstgeschichte Tragenderes zu sehen als eine einfache logistische Sache. Dann begann ich mit den Fragen zur physischen Bewegung von Kunst eine Form von Methode zu entwerfen. Diese Methode, auch wenn ich mich mit Systematik nicht sehr vertraut bin und oft mit meiner Intuition arbeite, ermöglicht es meiner Meinung nach, die Kunstgeschichte zu entfalten, auszubreiten. Keine Ahnung. Die Idee ist, die Kiste der Kunstgeschichte zu öffnen und ein Element nach dem anderen auszupacken, was sie ausmacht. Ich möchte von einer zweifachen Feststellung ausgehen, also zu sehr konkrete Fragen des Handlings von Kunstwerken. Gibt es eine verblüffende Menge an Büchern, Aufsätzen, Artikeln und technischen Analysen? Literatur, die ich aufgrund meiner beschämend geringen Kenntnisse in Physik nicht immer verstehen kann. Es gibt Fahrzeitschriften und absolut interessante Studien, die Objektbiografien vorschlagen, nicht in einem anthropologischen Sinn à la Kopitow oder Apadurai Objektbiografien, sondern in einem ultramateriellen Sinn. Hier ist zum Beispiel ein Aufsatz von einem Spezialist über die Erschießung Kaiser Maximilian von Mannheim. Und der Aufsatz ist über also die Geschichte des Transports des Werkes, aber nur also Logistik und Technik orientiert. Und das ist für mich absolut faszinierend. Natürlich gibt es auch eine
kulturelle Geschichte, diese Migration zu schreiben, aber hier bleiben wir in dieser reinen Logistik Approach. Ich habe also ich war in einem Zug und dachte, also ich habe diese zwei Bilder noch dazu hingefügt. Die Exekution de Maximilian, die Erschießung von Kaiser Maximilian, wurde früher auch in Amerika gezeigt. Also diese Transportgeschichte ist auch eine Geschichte im 19. Jahrhundert. Wir sind hier also eine Werbung für diese Show von Meisterwerk, von Manet in Amerika und so weiter. Und es gibt dazu auch Literatur. Aber es geht gar nicht um Logistik hier. Und vielleicht you see where I'm going here. Wo bin ich? Hier. Also eine Literatur, die uns viel lehrt über diese materielle Leben des Objekts, des Werks, aber die an Konzept mangelt. Andere Seite steht die Frage der Kunstzirkulation. Wenn Sie denn vielleicht also Artist Newsletter abonniert haben, also keine Ahnung, wir sind hier mit, also nicht nur Kunsthistoriker, aber ja, es ist ein wichtiger Newsletter für Kolloquium, Symposien und so weiter, Artist, fordere ich Sie heraus, einen Call for Papers oder ein Tagungsprogramm zu finden, in dem Fragen der Zirkulation nicht vorkommen. Zirkulation, Transfers, Migration, Bewegungen, Verschiebungen, Hybridisierungen, Kreolisierungen und so weiter. Die historische und kunsthistorische Forschung beschäftigt sich mit großem Interesse mit diesen Fragen. Das ist in der Welt, in der wir leben, absolut legitim und die Idee einer Kunstgeschichte, die auf den sehr abstrakten Vorstellungen von in sich geschlossenen Kulturräumen beruht, scheint heute Unsinn zu sein. Offensichtlich ist also alles in Bewegung. Alles bewegt sich zu jeder Zeit überall auf manchmal ungeahnter transkontinentaler Ebene. Also hier so random Bücher über diese Global Art History Konzept. Mein Projekt zielt darauf ab, einen Mittelweg zu finden. Den Weg einer zwar technisch orientierten Geschichte, die symbolische Implikationen nicht vernachlässigt. Umgekehrt, den Weg einer symbolischen Geschichte, die in der Lage ist, die technischen Zwänge und Verpflichtungen zu berücksichtigen, die mit der Bewegung von Kunst verbunden sind. Denn ich glaube, dass nur durch diese gegenseitige Befruchtung etwas Interessantes entstehen kann. Wie alle Forschungsarbeiten geht aus auch dieses intellektuellen Projekt von dem Gefühl eines Mangels, einer Lücke aus. Und in diesem Zwischenraum ist mein Projekt eigentlich angesiedelt. Also jetzt möchte ich einige wichtige Etappen meiner Überlegungen erwähnen. Zunächst war da meine Forschung über die Ausstellung französische Kunst in London im Jahr 1932, die mir die erste Gelegenheit bot, mich in ein präzises Fallbeispiel zu vertiefen. Dann habe ich auch ein Seminar gemacht an der Universität in Amiens in Frankreich. Also ich möchte auch meine Studenten, Studentinnen danken. Wir haben darüber viel zusammen gearbeitet. Und schließlich, also ganz aktuell, gibt es eine laufende Arbeit, die aus diesen Fragestellungen entstanden ist. Und es ist die eine bevorstehende Veröffentlichung, über die ich Ihnen hier schon vorab berichten kann. Es handelt sich um eine Nummer der Zeitschrift Perspektive, für die ich als Gastchefredakteur tätig sein werde. Also das INHA, das Institut, wo ich arbeite, editiert diese Zeitschrift. Und wir machen unsere nächste Nummer über das Thema Transport. Und wir haben so ein Call for Papers gemacht und eigentlich viele Antworten gehabt, ungefähr
vielleicht 50 oder 60. Also das war schon viel. Also das ist ein Zeichen dafür, dass dieses Thema in verschiedenen Forschungsbereichen von Interesse ist. Also ich kann nur ein bisschen über den Inhalt der Nummer sagen. Wir haben einen Text von der Philosophin Barbara Cassin, Philosophin, aber vorbereitet gerade eine Ausstellung im MUSEM, Museum in Marseille, über Objet Migrateur, das heißt Wanderobjekten. Dann haben wir in diesem Nummer zwei Debatte, eine über die Quellen einer Geschichte des Transports, also das heißt auch, es geht auch um Provenienzforschung zum Beispiel, also ganz ein wichtiges Thema für diese Idee, eine Geschichte des Transports, des Kunsttransports, auch eine Debatte über Architektur und also Architektur transportable. Es gibt was kontraintuitiv in dieser Idee, die ich wirklich mag. Also wir haben eine ganze Debatte zwischen Spezialisten über Architektur, die sich bewegen kann. Dann haben wir eine Reihe natürlich von Artikelaufsätzen, das wird der Kern der Nummer, über zum Beispiel die Bewegung öffentlicher Skulptur im antiken Rom, Artikel über revolutionäre Beschlag, also Beute und so weiter und diese Prozession in der Französischen Revolution, ganz interessant. Auch ein Aufsatz natürlich über Krieg und Logistik der Kunst im Ersten Weltkrieg. Ein Beitrag über die griechisch-türkischen Konflikt und die Bewegung von Dingen im Rahmen von Migrationsbewegungen von Menschen, das heißt also Kunst im Exil. Wir haben auch einen Aufsatz von einer Forscherin, die sich mit der Geschichte der Verschiebung von prähistorischen Gebeinen von Afrika nach Europa beschäftigt hat. Also eine dunkle Seite der Geschichte des Transports von Artefakten, die das Thema natürlich auf diese Kolonialfrage auch lenkt. Auch ein spannender Text über Neukaledonien und die Zirkulation von Objekten zwischen französischen Museen und den lokalen Gemeinschaften und Institutionen. Und natürlich ganz am Ende auch etwas über die Biennale in Venedig. Also das ist ein Aufsatz von drei Spezialisten, Anthropolog, Museumshändler und eine Ethnologin, die zusammen über eine ganz banale, normalen Transport von Kunstwerken von Paris nach Venedig gearbeitet haben. Also drei Blick über so eine banale Geschichte im Museumsleben finde ich auch spannend. Und am Ende natürlich auch Rezension in dieser Nummer. Ja, also das war die Werbung für meine Zeitschrift-Nummer. I'm skipping this. Ja, ein paar Punkte. Also, wenn es zu lang ist, einfach zu und wir sprechen. Also, ist mir total egal. Ja, ich glaube, die Mona Lisa ist drin. Das 39, Evakuierung des Louvre-Museums. LPO-Kiste, ganz bekannt von Kunsthistorikern. Also ein paar, also ich war zu faul zu übersetzen. Ich muss jetzt die Einleitung der Nummer schreiben. Das ist für mich perfekt, also hier zu sein und drüber zu sprechen, ein bisschen Hierarchie in meinen Ideen zu. 8 Punkte, also Transport und Materialität, also Materialität und Transport, die sind ziemlich transparent, diese Themen. 2, Technik der Transport, also Technologie du Transport, ein wichtiger Punkt, finde ich. Transport zu Kontrainte, also das geht mit Gewalt, es geht um Gewalt, um Krieg, um wie sagt man, Zwang vielleicht, oder ja, Forced Transport, ja. Katastrophen, Accident, das finde ich auch also spannend, diese Events in der Kunstgeschichte zu studieren. Dann, also ganz schwierig zu übersetzen, le sens du transport. Sens heißt auf Französisch
Meinung, Bedeutung, Sinn. Es heißt auch Richtung, le sens, je vais dans le sens. Also es klappt gut mit meiner Idee. Und sechs, Transport et Intentionalität, also Intentionalität, das ist ein bisschen kryptisch, aber wir reden drüber. Das untransportierbar, so umgekehrt, auch wichtiger Punkt. Und am Ende natürlich die Bilder des Transports, also wie wir diese komische Phase des Lebens von Objekten repräsentieren. Ich möchte, um meinen ersten Punkt zu erklären, ein Spielzeug zeigen. Ein Gegenstand, der speziell hergestellt wurde, um transportiert, manipuliert und bewegt zu werden. Von Kinder eigentlich, für Kinder eigentlich. Es handelt sich um ein Spielzeug, das Anfang des 18. Jahrhunderts in Deutschland, glaube ich, konzipiert wurde. Und es wurde dann von Marie Antoinette nach Frankreich gebracht. Ein Kolporteur. Das heißt, eine Person, deren Arbeit darin besteht, Dinge zu transportieren und zu verkaufen. Er trägt eine Art Kiste auf dem Rücken, ist in übergroße Kleidung gekleidet. Wahrscheinlich hat er in der Vergangenheit einen Gegenstand in der Hand gehabt, der inzwischen in den Wirren seines Lebens verschwunden ist. In seiner kleinen Truhe trägt er ein Bild mit sich herum. Das Bild zeigt eine kleine Figur, die leicht als Spanier, also eine spanische Person zu erkennen ist. Über ihm steht ein kryptischer Satz, Esperanto mio niente, was man mit Ich hoffe auf nichts mehr übersetzen könnte. Danach folgt eine Liste mit Lebensmitteln und Produkten. Das ist echt super klein, also so klein. Also Lebensmittel und Produkten, die der Mensch mit sich bringt und in den Dörfern, durch die er kommt, zum Verkauf anbietet. Hinter dem verzweifelten Spanier erkennt man eine Szene aus einem Schiffbruch. Diese Szene bezieht sich auf die spanischen Erbfolgskriege. Ich würde Ihnen sehr gern davon erzählen, aber ich bin kein Experte für dieses Kapitel der europäischen, wenn nicht sogar der globalen Geschichte. Auf jeden Fall transportieren die Kisten, die wir sehen können, andere Gegenstände, die ihn ans Ufer treiben, also selbst Materialien und Gegenstände aus fernen Ländern, vielleicht aus Indien und Amerika. Ich finde, dass sich in diesem Objekt bereits etwas Paradigmatisches abspielt. Es ist eines dieser Dinge, ein winziges Spielzeug, das im Bewusstsein seiner notwendigen Mobilität konzipiert wurde. Das ist bereits ein erster Punkt. Also außerdem ist es aus einem bestimmten Material gefertigt, Elfenbein. Elfenbein ist ein Wandermaterial par excellence, durch das eine globale Geschichte geschrieben sein könnte und eine Umweltgeschichte der Globalisierung, vielleicht auch eine Geschichte der kolonial-ökologischen Gewalt. Mir gefällt auch die Idee, dass dieses Spielzeug eine Art Metadiskurs über Mobilität trägt. Alles in allem erinnert uns dieses kleine Ding daran, dass man mit der Kunstgeschichte nicht eine Geschichte der Welt in 100 Objekten lesen kann, wie Neil McGregor in einem Bestseller vorschlägt, sondern 100 Geschichten von 100 Welten in ein Objekt, wie Miriam Brusius schlug vor in einem laufenden, ich glaube, Projekt im GHI London. Von hier aus zeichnet sich eine Geschichte der Kunst in Bewegung ab, insbesondere durch die Materialität der Dinge. Viele Kunstwerke bestehen aus einer Ansammlung von Materialien, die manchmal Ozeane und Kontinenten überquert haben. Diese Kunstgeschichte wird seitdem von der
Disziplin identifizierten Material Turn jeden Tag neu geschrieben. Also ich will keine Bibliografie hier geben, aber letztlich habe ich dieses ganz neues Buch gelesen über islamische Kunst and the seas and the mobility of Islamic art. Also tolles Buch, super interessant, ganz also Material Studies orientiert. Zweites Beispiel, vielleicht also diese Ausstellung jetzt im Louvre in Paris, Venu d'ailleurs, Matériaux et Objets Voyageurs, also diese Wanderobjekten. Und in dieser Ausstellung habe ich diese Kolporteur-Figurinen entdeckt von Philippe Malgouet. Auch faszinierend, Philippe Malgouet ist ein Spezialist für Materialgeschichte, insbesondere von Gesteinen. Voilà. Vielleicht auch die Frage hier, wie, also für dich Felix vielleicht wichtig, wie stellen wir aus Transport? Also wie zeigen wir, dass diese Objekten diese ganze globale Geschichte trägen? Also das finde ich auch Thema. Also wir müssen drüber lesen, auch sehen, auch fühlen, wie entfernt von uns manchmal diese Objekten sind. Das finde ich ein Challenge für Kuratoren. So, das war mein erster Punkt. Mein zweiter Punkt war also technisch orientiert, la technique du transport, la technologie du transport. Ja, eine Quelle, Sandrart, 17. Jahrhundert, diese deutsche Akademie, eine mega kleine Kleinigkeit, also diese kleine Geschichte, die große, sozusagen die große Geschichte machen. Er schreibt schon über, wie ein Bild von Dürer gepackt wurde und nach Prag geschickt wurde. Also alle diese Quellen probiere ich zu sammeln. Ja. Bis zu einem gewissen Grad fehlt es noch an einer Kultur, ja, das war das Bild, Kulturgeschichte des Kunsttransports. Es gibt hier und da ein paar Elementen oder dann oft agiografische Werke über große, noch aktive Unternehmen, die nur das machen, also diese Unternehmen, die Spezialisten von Kunsttransport sind. Hier ein Beispiel mit dieser Firma Chenu, noch aktiv in Frankreich. Es gibt doch ein Buch über die Geschichte Chenu, ist aber von Chenu commissioned und das ist sehr so heroisch. Wir sind die Besten, unsere Kisten sind top-notch. Und schade, weil es gibt da Archive und so weiter, und es ist natürlich schwierig, diese Archive zu gucken, wie mit Privatkunstgalerie, also kompliziert, diese Geschichte zu schreiben. Aber in diesem Feld gibt es meiner Meinung nach noch viel zu tun. Auch also die Geschichte diese Emballage und Kistenverpackungen. Es gibt das Buch The Box über Containers and how containers that you switching to English, auf dem Schiff, also das, how they shaped capitalism. Also so eine Geschichte kann auch für also Kunstgeschichte geschrieben werden, ich glaube. Das wäre ein super Dissertationsthema. Also ja, ich habe über diese große Ausstellungen in den 30er Jahren gesprochen und besonders diese French Art Ausstellung 32 in London. Long story short, Frankreich will zeigen, dass Frankreich ist, das wirklich macht die beste Kunst der Welt. Schickt 1000 Objekte nach London als Beweis und auch diplomatische, also rein diplomatisch. Und ich habe die ganze Geschichte dieser Ausstellung, genauso wie Francis Haskell, aber vielleicht nicht so gut wie Francis Haskell, für diese italienische Kunstausstellung, aber für diese französische Ausstellung rekonstruiert. Also ich habe die ganze Archiv, das Archiv geguckt und so weiter. Und viel, viel über diesen Moment des Transports gesammelt. Diese Unternehmen, Van Oppen, ich weiß fast nichts über diese Unternehmen, aber hat einen Vertrag gehabt. Und es gibt viel Artikel über diese Prozession und die Polizisten mit Fahrrad
die mit dem Kisten durch Paris gehen. Wir sind das Oper, also Paris Oper, dahinter verpacken im Louvre. Also es ist total inszeniert, ja. Das ist alles falsch. Natürlich die Pose, right? Auch im der englischen Presse. Auf dem Channel. Ich interessiere mich für die Geschichte dieser Pantechnikons, also diese Kisten, die in der Zwischenkriegszeit erscheinen. Das sind die neue Kisten, die man auf einem Wagen haben kann und dann mit einem Crane direkt auf dem Schiff oder auf dem Zug laden kann. Also die Normalisierung, die Professionalisierung diese Praxis, diese Techniken finde ich total interessant. Und diese Bilder sind immer sehr, sehr erstaunlich. Und am Ende natürlich, voilà, die ganze französische Kunst, die Reliquaire de Sainte-Foy aus Conques, Mittelfrankreich. Ich glaube, es hat zwei Reisen gemacht. Insgesamt London 32 und dann nochmal irgendwann in Paris in den 50er oder 60er Jahren. Aber sonst sind diese Objekte fragil und unbeweglich. Ja. Da hinten Watteau, Teppich, alles Mögliche in dieser riesigen Ausstellung. 19. Jahrhundert, viele Gemälde aus Frankreich, Privatsammler auch, Nationalmuseen. Die transportieren Objekte unter einem neuen Licht. Ja. Die haben große Effort, also Big Efforts gemacht für das Licht, weil natürlich ist die französische Kunst in diesem Narrative immer sehr, sehr bright, right? Und die wollten wirklich, also nochmal so ein Top-Notch-Licht haben und dafür Fortuny gefragt nach spezifische Lampen, Luft, ja. Die erste Transporte mit dem Flugzeug. Und das Bild finde ich incredible auch. Also 1932 auch, große Manet-Retrospektiv-Ausstellung in Paris. Und natürlich, um das ganze Manet zu zeigen, müssen wir andere Länder nach Werken fragen. Und aus London, aus dem Couto in London, kommt Le Bar aux Folies Bergères, also ein großes Bild. Und hier ein Bild von also Leute, die das Bild in einem Flugzeug laden. Es gibt auch dazu ein Video, ein Film, die ich gefunden habe im Archiv. In so einem Flugzeug. Handley Page, age 42. Ich habe alles gefunden. Also ja, Tür hier. Ja, ich als Quelle, also was können wir damit tun? Das ist eine Frage, die ich mir immer stelle. Ja. Aber auf jeden Fall interessant. Bis heute, also Manet in Venedig. Die Journalisten, es gibt immer viele Fotografs von diesen Momenten, von Anxiety, also dieses Risiko. Es ist immer spektakulär, besonders in Venedig, ja. Und hier die Händlers en Action. Und natürlich, also es gilt in London 32, es gibt heute, wenn man irgendeine Ausstellung organisiert, also eine Laie-Ausstellung, konfrontieren wir Werken, die wir sonst nicht konfrontieren können. Also exemplarisch hier mit Manet, Olympia und Tiziano in Venedig. Ja. Also das ist ein Ziel des Transports, also Genuss, Wissenschaft vielleicht auch und am Ende immer diese Melancholie, dass die Werke da sind und morgen nicht mehr da zusammen sind. Ich spreche schon, es ist schon sehr lang. Also es ist interessant, aber ja. 19 Minuten oder? Ja, vielleicht anfangen die Bilder und ich ja, freisprechen. Free Jazz, also ja, noch ein paar Minuten, dann sprechen wir. 30er Jahren, ganz, also sofort
panikieren die Museen. Ja, die bewegen sich zu viel, diese Objekte, das ist gefährlich. Also ein Ausnahmen für, wie man Gemälde transportieren, also auf dem See soll und so weiter. Diese technischen Vorschritten natürlich, ist auch spannend zu studieren. Anderer Aspekt finde ich toll, also die Kisten, wir haben über Kisten gesprochen, aber ich finde auch die Geschichte von dieser Etui spannend. Es klingt ein bisschen komisch und doof, ja, Etui, aber theoretisch ist das, ist diese Richtung total interessant. Also ein Etui existiert nicht ohne das Objekt, das er trägt. Ja. Es ist wie ein Negativ des Objekts, finde ich auch interessant. Das Etui ist auch ein bisschen der Tod, der Geist, ein Objekt im Dienste eines anderen, das von seiner Anwesenheit aktiviert und von seiner Abwesenheit deaktiviert wird. Und hier nur eine Referenz, dieser Artikel von Alison Stilau, wunderschöner Titel, The Case for the Case. Ja, es funktioniert echt gut, also über diese Etui und diese Abwesenheit der Sachen. Nächster Punkt waren die Katastrophen, Risiko, Krieg. Darüber gibt es mehr und mehr Forschungen, also besonders Zweiten Weltkrieg, Ersten Weltkrieg, es gibt mehr und mehr. Hier ein wunderschöner Artikel von Arnaud Bertinet, makes a point, also état des lieux, wie sagt man das, Forschungsstand über diese Frage und natürlich noch viel zu tun, besonders also Frankreich, französisch-preußische Konflikte gibt es auch noch viel zu tun. Aber wie die Praxis der Evakuierung sich entwickelt hat, ist ein spannendes Thema. Koloniale Gewalt habe ich schon gedacht. Also diese auch Sandra nochmal, Deutsche Akademie, 17. Jahrhundert, erzählt, und das ist mein nächster Punkt, Unfall, Accident, Katastrophen, erzählt, wie drei Gemälde von Matthias Grünewald verschollen sind. Die waren in einem Schiffbruch. Auch diese Kleinigkeiten, diese kleinen Quellen, die ich probiere. Also Risiko, Danger, das ist nicht für heute. Und meine Lieblingsgeschichte ist natürlich diese Geschichte. Also '39 schickt Frankreich nochmal für eine riesige diplomatische Ausstellung eine Menge Kunstwerke nach New York für diese huge World Fair. Und die Kunstwerke sind auf einem Schiff und leider sinkt im Schiff. Also das war echt sehr, sehr traurig. Wir können, ja, sehr spektakulär. Dampfschiff heißt Paris. Wir sind 39. Also für mich ist das wirklich diese Idee, also dieser Niedergang Frankreich kurz vor dem Krieg. Seine ganze Erbe auf einem Schiff und ein Schiff geht runter. Also das finde ich auch symbolisch total interessant. Panik in der Museumwelt, die ganze Presse panikiert auch und 8 Millionen Objets d'art ont été détruits. Also am Ende wurden die meisten Kunstwerke gerettet. Es gab aber verschollene Werke, zum Beispiel rechts diese Skulptur von Coisevaux aus dem Louvre, 17. Jahrhundert, wir haben nie mehr gefunden. Aber 15 Jahre später haben die Leute in Le Havre, wo Schiffbruch war, diese Skulptur von Carpeau gefischt, rausgefischt vom Schiff. Also verrückte Geschichte, 10 Jahre unter Wasser. Naja.
Also diese Transportgeschichte sind auch natürlich spannend. Das war für die Katastrophen. Es ist vielleicht besser, wenn ich aufhöre. Ja, ja, natürlich. Also ich bin überhaupt nicht frustriert, nicht alles zu sagen. Also ich kann so und so. Gut, also. Danke. Danke erstmal. Also vielen Dank, Viktor. Das war wirklich faszinierend, was du hier ausgebreitet hast. Ich fand, um deinen eigenen Begriff zu verwenden, den du eingeführt hast mit der Prozession, das Theater des Transports. AkteurInnen, also wenn man auch AkteurInnen irgendwie quasi auch mit quasi in der Terminologie des Schauspiels oder sowas Actor begreift, daran beteiligt sind und wie diese Transporte auch inszeniert wurden. Da können wir vielleicht später nochmal drauf zu sprechen kommen. Ich würde jetzt mit einer so ganz, ganz allgemeinen Frage einsteigen, was du hast uns jetzt sehr viel Material hier und mir leuchten auch die Kategorien ein, die du gewählt hast, diese 8 Punkte, wenn es 8 waren, gezeigt. Ich würde nochmal vielleicht allgemeiner fragen, was würdest du sagen, können wir lernen für die Kunstgeschichte, wenn wir uns den Transport von Kunstwerken anschauen? Also vielleicht ist es eher auch eine Frage der Methode. Was steht auf dem Spiel, wenn wir uns den Transport anschauen? So, wir haben ein bisschen früher einen Tee getrunken, schon drüber ein bisschen gesprochen. Und dann kann ich ein paar bibliografische Ansätze geben. Es gibt es ist ganz einfach. Also, die gute Idee sieht immer ein bisschen dumm aus. Ein Kunstwerk ist Materie und Symbol. Also, das ist gerade diese Dialektik, die ich erklären wollte. Und das, wovon Jennifer Roberts Transporting Vision ist, in diesem Sinn absolut, also methodologisch absolut faszinierend. Und was sie macht, ist, dass sie studiert Objekten, die konzipiert wurden mit der Idee, dass diese Objekte transportiert werden. Also, ja, ein Maler in Amerika, also britische Amerika, English America, Mitte der 18. Jahrhundert, malt in Amerika und zeigt seine Bilder in Europa. Also er malt und denkt an den Transport des Werks, so ein ganz materieller, konkreter Aspekt. Wie kann ich meine Gemälde, wie groß die sind und so weiter. Wie schicke ich diese Gemälde nach Europa und was mit der Rezeption, was soll ich machen? Und sie zeigt eigentlich, dass dieser Transportzwang ändert den Stil und die Ikonografie eines Kunstwerks. Also der Transport ist embedded im Werk. Und sie spricht über Copley, diesen Maler, und dass er so ein Porträt malt. Und sie sagt eigentlich, das ist kein Porträt, das ist am Ende eine Marine. Sie interpretiert diese Flying Squirrel, also ein Anima, ein Tier, das man in Europa nicht kenne, nicht sehen kann. Und diese Glas Wasser und so ein Tisch wie ein See oder ein Ozean sozusagen. Also sehr American, so sehr interpretiert, aber auch spannend. Und dann studiert sie Audubon. Er macht diese riesige, das riesige Buch über Birds of America. Und das Buch ist einer der größten Buch der Welt, also ein großes, vielleicht also untransportierbar, unbeweglich als Buch, aber diese Bilder sind Bilder von Tieren, die für uns verkörpern Bewegung und Freiheit. Und diese Paradox auch finde ich super interessant. Also solche Beispiele zeigen, dass wenn man diese physikalisch materiell orientierte Geschichte zusammen mit dem symbolischen Aspekt kombiniert, kriegt man neue Ideen über Kunstgeschichte. Ja, das finde ich durchaus auch einleuchtend, dass man quasi so von einer
dass es dann nicht einfach nur um die Logistik geht, sondern dass die, wie du sagst, irgendwie dass sie embedded ist und dass wir dann da auch quasi da im Prinzip auch anschließen können an bestimmte Tendenzen in der Kunstgeschichte, die sich auch stark mit Fragen der des Gewichts auch beispielsweise auseinandergesetzt haben. Also ein Kollege in Philadelphia, David Kim, der sich ganz stark mit irgendwie so der Frage von der Darstellung, aber auch tatsächlich dem tatsächlichen Gewicht von Werken und damit aber auch, und er geht jetzt nicht so weit, das wirklich auf eine Logistik zu beziehen, aber auch die Frage von Größe, Monumentalität, Gewicht, die damit auch dranhängt. Wenn wir jetzt aber dann doch nochmal stärker in die Geschichte der Logistik vielleicht einsteigen, was ist dir da begegnet, also auch bei deinen vielfältigen Archivrecherchen, was sind das eigentlich für Leute, die das Art Handling betreiben? Weil, also wenn wir uns jetzt die Branche sozusagen anschauen, dann ist es zumindest in Deutschland kein Ausbildungsberuf, das ist eine enorm prekarisierte Form der Arbeit. Es sind fast ausschließlich ausgebildete KünstlerInnen, die dann halt irgendwie da so landen oder so reinrutschen, die sehr oft ein enormes technisches, handwerkliches Verständnis haben, ohne dass sie irgendwie eine handwerkliche Ausbildung haben, aber natürlich auch ein ganz bestimmtes ästhetisches Reflexionsniveau. Mhm. Und das ist eine irgendwie einigermaßen seltsame Mischung, das irgendwie mitzubringen. Und gibt es da irgendwie bist du da auf irgendwelche, auf eine gewisse, ich weiß nicht, Vorgeschichte gestoßen oder würdest du auch sagen, es gibt da nationale Unterschiede? Wir hatten vorhin kurz gesprochen, dass diese Idee des Regisseurs, auch dieser Begriff dafür gibt und es tatsächlich ein Beruf ist, wenn ich dich richtig verstanden habe, in Frankreich, den man so erlernen kann. Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte dazu sagen, aus welchem Kontext sich das auch bildet oder was, wenn man so will, die Professionalisierung des Transports bedeutet. Ja. Ich habe leider keine präzise Antwort. Ich habe diese Geschichte von Emballeur, en français, wir sagen Lieutier im 18. Jahrhundert, also das ist ein Thema für eine Diss, wirklich. Also das drüber gibt es viel zu schreiben, zu forschen. Also ja, ich kann nicht wirklich antworten. Was ich weiß, ist, dass heute, wenigstens in Frankreich, wenn man Conservateur des Musées werden will, gibt es eine Ausbildung und diese Ausbildung hat also eine Spezialisation in Regie des Œuvres. Aber ich kann darüber nicht wirklich, also ich kenne mich nicht aus. Aber was du sagst, es ist auch kompliziert, diese Geschichte zu schreiben, weil Transport ist immer irgendwie ein bisschen versteckt, ist immer ein Geheimnis, das ist dahinter. Es ist preziös, gefährlich, kompliziert. Die Leute von Chenu, diese Unternehmen Chenu heute, also die sprechen nicht viel. Deswegen wollten wir auch Ethnologen, Anthropologen, die da studieren, weil wir müssen diese Rituellen verstehen. Geheimnis. Die Kisten, die sind oft sind die neutralisiert, die sind banalisiert. Also es gibt kein, vielleicht Nummer, vielleicht fragil oder oben, ohrbar. Und ich dachte an diesem Bild, weil also vor ein paar Wochen hat Frankreich 26 Objekten restituiert. Die wurden spät 19. Jahrhundert looted, also Krieg, Prise de Guerre, War Spoils in Dahomey. Und Frankreich restituierte, hat diese Werke Beninische Republik restituiert. Und es gab da eine Zeremonie, Livestreams, Drones haben gefilmt. Unglaublich. Also es ist noch online. Sehr, sehr interessant für mich natürlich. Es gibt ein paar Trucks in den Werken. Und also die Idee ist, dass normalerweise sind diese Kisten immer neutralisiert, aber in diesem Fall, die Händler, die wir sehen, manipulieren Kisten, die explizit den Inhalt
beschreiben. Und natürlich, das geht mit diesem politischen Projekt zusammen. Das war keine richtige Antwort. Ja, das, doch, das war schon eine Antwort. Also auch allein, dass du darauf hingewiesen hast, dass wir, was du irgendwie sagst, die Neutralisierung, die natürlich darauf anspielt, dass diese Sachen eben nicht geklaut werden sollen, dass die, da sind wir vielleicht auch bei einem ganz anderen Thema, was wir heute vielleicht nur ankratzen können, die Frage der Lagerung, auch irgendwie, was ja schon seit einigen Jahren irgendwie ein immer größeres Thema wird, also zollfreie Lager, insbesondere in der Schweiz, wo man irgendwie sagt, das sind im Prinzip die größten Museen der Welt und das sind einfach Tausende von Objekten, Milliardenwerte, die nie irgendeine Person wahrscheinlich jemals zu Gesicht bekommen wird. Und wo wir sicher auch so einfach jetzt als KunsthistorikerInnen wahrscheinlich erstmal keinen Zugang haben werden und wo wir, wenn wir dort reinkommen würden, wahrscheinlich einfach Kisten anschauen müssten, die einfach, wo vielleicht eine Nummer draufsteht. Wenn wir Glück haben, ist vielleicht noch irgendwie ein schlechter, was irgendwie was hingekritzelt oder sonst irgendwie oder ein Ausdruck, aber wir wissen von diesen Inhalten nichts. Ja. Danke, dass ich meine ganze PowerPoint zeigen kann als perfekte Transition. Hier sind wir mit Antoine Watteau. Bekanntes Bild von Watteau und was du gerade gesagt hast. Also diese Idee, wie eine Kunstgalerie 18. Jahrhundert und hier diese zwei Regisseure französisch packen, also hier ein Spiegel, hier ein Porträt vom König Frankreich. Das ist total witzig, ja. Also ich habe hier diese Heu. Heu. Okay. Stroh. Kurzgeschichte sagt, Watteau spricht hier über Niedergang einer Regime, an ancien Regime. Aber ich habe darüber mit Christian Michel, Watteau Spezialist, gesprochen. Er sagte, ja, aber das Bild wurde gerade gekauft. Umgekehrt. Also es hat noch symbolische Macht. Und hier die Verbindung mit was du sagst, was ist ein Kunstwerk in einer Kiste? Ist das noch ein Kunstwerk? Hat es weniger Macht als gezeigt? Oder vielleicht mehr, wenn wir denken über diese ganze Prozession zum Beispiel? Ich habe noch keine Antwort. Ja, danke. Auch, dass du hier den Watteau nochmal zeigst, der gewissermaßen Klassiker des Art Handlings darstellt. Da gibt es aktuell auch in Berlin im Schloss Charlottenburg eine Ausstellung dazu, die nochmal über den Kunstmarkt und Watteau von Watteau handelt, die ich leider noch nicht gesehen habe, aber die, glaube ich, sehr gut sein soll. Weil der Witz bei diesem Gemälde ist ja, das würde als Ladenschild der Galerie, also sagt der Titel auch, entworfen. Dann erst quasi nachträglich nach dem Tod von Watteau erst noch, sind die Ecken eigentlich erst nochmal nachgemalt worden, dass es dann zu diesem Galeriestück wird und eben nicht einfach nur so eine Werbemaßnahme darstellt, die aber gewissermaßen diesen Prozess irgendwie so selbst reflektiert. Und ja. Ich würde die Diskussion auch gerne öffnen und auch darauf hinweisen, falls auf YouTube Fragen entstehen, dass die gerne auch geschrieben werden können. Ja. Gibt es Fragen? Oder haben wir ein zweites Mikrofon? Genau, das geht ja ohne Mikrofon. Achso, das geht ohne genau, Mikrofon. Genau, Mikrofon. Ein Mikrofon, genau. Einfach einigermaßen laut sprechen, dann geht das. Vielen Dank für die super spannenden Einblicke. Manche Themen sind jetzt nochmal aufgekommen. Ein Thema, das du angeschnitten hattest, habe ich jetzt in der Diskussion so ein bisschen vermisst. Das war das Abbilden, das Inszenieren oder auch das zufällige Abbilden von diesen Transporten.
Du hast jetzt gezeigt, die Bilder von den Werken, die in den Berlin restituiert wurden. Gibt es aber auch Fotografen, die jetzt nicht aus der journalistischen Haltung, sondern wirklich aus einer Frage der künstlerischen Inszenierung in Bezug zu den Arbeiten versuchen, diese Bilder zu produzieren, die also quasi vermitteln zu dem Werk eingreifen? Ja, über diese präzise Frage steigt Bénédicte Savoie ein. Ihr Projekt Translocation hat so ein Bildatlas geschafft, auch als, ich glaube, als Buch, Beute. Zwei Bücher. Hier haben wir also wirklich viele Beispiele von Repräsentation und Transport, Comic Books, Karikaturen, Kunstwerke, die drüber sprechen, Propaganda, Bilder, zum Beispiel diese Monuments Men Type. Ja, also diese Dekonstruktion ist in diesem Buch teilweise gemacht. Auch also im Film The Train, John Frankenheimer. Ich glaube, ich habe ich bin Manet-Fan, also ich gebe immer Manet. So, dieses Bild finde ich auch also zum Thema Inszenierung absolut faszinierend. Es wird immer geschrieben, hier gestohlene Werke von Nazis, ist eigentlich nicht im Fall. Das Bild wurde ganz legal am späten 19. Jahrhundert gekauft. Eigentlich waren die solche Gemälde gerettet von diesen Salt Mines in Melgas. Aber ja, es ist immer falsch interpretiert, auch im Film mit George Clooney. Und von George Clooney ist das Bild gezeigt wie ein gestohlenes Kunstwerk. Es war überhaupt nicht gestohlen. Also ja, natürlich, diese verschiedenen bilderische Strategien sind auch ein Feld. Also eine Person oder ein Künstler, der mir jetzt einfällt, der dir auch sehr gut bekannt ist, Samuel, ist Armin Linke, der sich damit ja auch befasst hat, unter anderem in Bezug auf das Weltkulturmuseum und indem er da Depots fotografiert hat, auch Kisten fotografiert hat und quasi die Aufbewahrung. Und ja, das vielleicht nur noch als Ergänzung. Jonas? Also ich hätte noch eine Frage zum Thema der Protokollierung. Also wir haben jetzt auch im Rahmen des Seminars, das ja heute irgendwie auch Teil des Ganzen ist, erfahren, dass das jetzt gerade in den letzten Jahrzehnten eine Professionalisierung und auch irgendwie eine Vereinheitlichung vielleicht, dass man so Standards, gewisse Standards hält, was diese Protokolle angeht, die mitreisen mit den Kunstwerken. Ich weiß nicht genau, seit wann das schon Praxis ist, weil das ist ja im Prinzip auch so eine Art Autobiografie, die dann mit dem Werk irgendwie weiter wächst und ob es dann irgendwie einen Ordner gibt, der dann halt auch immer weiter wächst oder dann auch mal was verloren geht. Ob du da noch was zu sagen kannst? Ich glaube, deswegen ist die Geschichte der Ausstellungen so wichtig. Ich glaube, es gibt einen Boom, also sicherlich früh 20. Jahrhundert und Zwischenkriegszeit, die Kunstwerken in Europa bewegen sich viel. 30er Jahren gibt es auch also ICOM, was wir heute ICOM nennen, die International Council of Museums wurde gegründet. Und die zwei, drei Artikel, die ich gezeigt habe, sind eigentlich die erste, die sagen, okay, wir müssen über Transport sprechen und Protokollen entwickeln. Nachkriegszeit geht es, also diese Normalisierung entwickelt sich und alle, wenigstens in Frankreich, Kuratoren sagen, wir können nicht mehr so viele Leihausstellungen organisieren.
wir haben n'importe quoi gemacht. Das war echt verrückt. Also die Leute, die Regrets, ich habe Dokumente gefunden, wir in den 30er Jahren, das war eine andere Zeit, das wollen die nicht mehr machen. Und dann, selbst kurze Geschichte des Kunsttransports, unperfekt, also 70er Jahren für mich sind die erste, also stabile bibliografische Referenzen. Art in Transit ist ein wichtiges Buch. Es gibt verschiedene Handbooks von amerikanischen Museen, auch europäischen. Also ich glaube, 70er, 80er Jahren stabilisiert sich diese Literatur. Heute im Institut National du Patrimoine in Frankreich, wo die Konservateure eine Ausbildung bekommen, gibt es eine feste protokollerische Ausbildung über Transport. Aber wenn ich darüber mit jungen Kuratoren spreche, sagen die, ja, das ist eine Doxa. Mhm. Und in Wirklichkeit, diese Protokolle existieren gar nicht, weil ich bin im Flughafen mit zwei Kisten. Ich weiß nicht, wo die sind. Ich darf nicht in diesem Raum. Das ist ein Mysterium. Immer diese Transportphasen. Also alle Doxen können nicht, also ist sehr, sehr schwierig. Ja. Matteo? Ja, also gerade vielleicht da, also vielen Dank zuerst mal für dieses Plädoyer in Art Handling weiter zu erforschen. Also das ist ja wirklich noch sehr viel zu tun. Aber gerade anschließend zu diesem einen Punkt, den du gerade gebracht hast, also da gibt es ja doch auch diese Rolle für einzelne Werke, für sehr ausgesuchte Werke von Menschen, die die Werke vom Lager, also vom Verpacken bis zum Auspacken im neuen Museum begleiten, im Flugzeug daneben sitzen und sozusagen als Zeugen, als legale Zeugen wirken, dass wirklich die Kiste, egal was drin ist, richtig gehandhabt wurde, keine Spuren trägt von, keine Ahnung, Ellbogen oder irgendetwas. Also da kommt also diese Frage, das ist ja auch noch eine Rolle, die du jetzt noch nicht so ausformuliert hattest momentan, also die ja auch, ich weiß nicht, wann die aufkommt, also es ist auch so etwas komplett Rares, das macht man für ganz, ganz wenige Werke, also so diese Wertigkeit, wie Werke transportiert werden und begleitet werden, wie das irgendwie zusammenhängt. Und dann auch noch natürlich die legalen Fragen, also wie Versicherung, das kommt doch auch noch dazu. Ja, was muss man alles tun für dieses Werk, für dieses andere Werk? Also es gibt ja ganz, ganz viele Werke, die ja auch nicht transportiert werden, weil sie nicht versichert werden können, weil die Museen sich die Kosten für die Versicherung nicht leisten können. Die hängen jetzt einfach da und sind unversichert. Mhm. Ja, also das ist auch noch so ein Feld, das da dazukommt, nicht? Oder? Ja, ich bin von Museen eigentlich zu entfernt, um wirklich zu antworten. Aber ich habe ab und zu Diskussionen mit Kollegen, die in Museen arbeiten. Also ich kann nicht, also natürlich diese Agenten, diese Custody, also das finde ich auch interessant. Aber die Idee, die mich interessiert hier, und Versicherung ist ein Wort, also ich habe über Versicherungen gar nicht gesprochen, auch nicht drüber geschrieben, weil es schwierig als Thema ist. Also, die Frage dahinter ist, wie man Kunst wertet, das Wert der Kunst. Ja. Und Transport ist ein Carrefour, also ein Crossing, wo alle diese Werte sich zusammen mischen. Versicherung, zum Beispiel Evakuierung der Museen. Also was sollen wir zuerst evakuieren? Wer trägt was? Welche Zukunft? Und diese Hierarchisierung, das hilft, wenn man diese Entwicklung der Kunstwerte studieren will. Vielleicht noch ganz kurz den Kommentar zu der Frage oder der Kommentar. Ja, diesen Kommentar, ja. Das Problem ist, glaube ich, den geringen Einblick, den ich in die Bewegung von Kunstwerten habe,
dass da ein ziemlicher Graubereich geöffnet wird. In dem Moment, wo im Kunstwerk etwas passiert und der Künstler vielleicht als zeitgenössischer Künstler noch lebt und man Kontakt mit ihm aufnehmen kann über diesen Zustand, der jetzt vielleicht verrutscht ist, also weil das Werk so fragil ist, in dem Moment wird die Versicherung oder das Protokoll ja nicht eingeschaltet, weil da entsteht der wirkliche Schaden. Und in dem Moment, wo die Rückversicherung über Kustoden oder über den Künstler, die Künstlerin noch stattfinden kann, hat der Schaden gar nicht stattgefunden, weil alle nur verlieren können in diesem Moment, weil enorme Werte bewegt werden und diese Werte danach nicht mehr bewegt werden können oder eben Schäden entstehen, die einfach nicht behoben werden können. Also extreme Kosten auf allen Seiten anfallen, was keiner möchte. Deswegen glaube ich, ist auch sehr schwierig, das zu erfassen, weil in Archiven zu solchen Fällen, außer es gibt katastrophale Fälle, wie eben, dass ein ganzes Schiff kentert und Sachen wirklich zerstört sind, dass die ganzen kleinen Schäden gar nicht dokumentiert werden können, nicht dokumentiert werden sollen. Ja? Und das macht die Forschung, glaube ich, ziemlich schwierig. Also vielleicht kannst du darauf eingehen, was für Fragmente du da hast, wo man da rangehen kann, was du da gefunden hast, von so Zerstörung. Ja, ist das eine Frage? Ja, also gibt es Dokumente, Archivalien, ja, von denen du sprechen kannst, von Teilzerstörung, also nicht kompletter Zerstörung oder schwerer Beschädigung, wie das Versinken? Ja, also wenn Kunstwerke zum Beispiel gestohlen wurden, also das ist auch ein sehr interessanter Moment des Transports, also mit einer Zeitschrift, mit einem Watteau aus dem Louvre 1939. Ich habe auch darüber einen Aufsatz geschrieben und so sehr mysteriös. Und dann habe ich also das ganze Archiv über das gestohlene Bild gesucht im Louvre und habe gesehen, dass in den 70er Jahren, dann 80er Jahren zweimal wurde das Bild eigentlich attackiert mit dem Schlüssel. Also diese kleine Accident, kleine Geschichte sind geschweigt, also verschwiegt. Und diese Geschichte mit dem Schiff zum Beispiel. Ich habe ein Jahr als Postdoc im Louvre gearbeitet und also niemand hat darüber geforscht. Und die waren wirklich ein großes Wurf aus dem Louvre. Und auch im Archiv, also genau was du sagst, Fragment, im Archiv findet man eigentlich, findet man, ich glaube, es ist das perfekte Beispiel. Here it is. Also hier Versicherungswert. Und also das ist nicht auf meinem Papier. Es gibt ein Dokument, das sagt, es ist super so knapp, so 2-3 Zeilen. Wir werden niemals diese Skulptur finden. Quasi wo, rechts hier. Zeile in unserem Katalog streichen. Ich finde das Dokument unglaublich traurig. Und ja, so ein Fragment, so, es gab keine Emotion, es ist einfach da. Ja. Gibt es auf YouTube was? Wenn es auch hier keine weiteren Fragen gibt, finde ich, dass es mit diesem Trauerfall gerade sehr gutes, wenn auch trauriges Schlusswort war. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir, Viktor, und auch beim Publikum für das Ausharren in -5 Grad und für die Diskussion. Ich weise darauf hin, dass nächste Woche die letzte Veranstaltung in diesem Jahr stattfindet von der Reihe Wörterbuch des Ausstellens. Nächstes Jahr geht es dann weiter. In der kommenden Woche werden hier am Mittwoch dann wieder Liliana Gomez und Robert Jan van Pelt sitzen und sich über den Forensic Turn unterhalten. Bis kommende Woche dann. Danke.